Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Eugen Denisenko, beruflicher Trader, und heute geht es um ein Trading Workspace. In dieser Lektion bzw. Episode geht es darum, was für ein Trading Workspace ich habe bzw. mit was für einer Trading Plattform ich handle. Diesbezüglich wurden mir auch sehr viele Fragen gestellt, wie das Ganze bei mir aufgebaut ist, denn bei mir sieht es ja ein bisschen spektakulärer aus, denn ich habe vor mir vier Bildschirme, im Hintergrund habe ich nochmal eine fette Video-Wall mit vier riesen Bildschirmen und natürlich braucht man das nicht alles, aber dadurch, dass wir jetzt hier in einem Trading-Floor sind für fünf Trader, haben wir halt solche Tools wie so eine Videowand, wo drauf denn große Marktanalysen drauf sind, dass man immer den Überblick hat, wo eigene Software läuft, wo man im Endeffekt sehen kann, wo aktuell wer steht, wer gerade wo positioniert ist, wie die Performance des Traders oder der ganzen Trader, die hier sind, aktuell aussieht und so weiter und so fort. Und es macht einfach Spaß, im Endeffekt dann mit so einer Technik zu arbeiten. Und auch mein Trading Workspace, beziehungsweise jeder Trading Workspace, der hier in diesem Trading Floor steht, der hat auch nochmal vier Bildschirme vor einem. Und das ist wie in einem Cockpit. Und ich muss sagen, das ist bis jetzt mit die beste Konstellation, die ich jemals hatte, und ich habe schon mit sehr viel Technik gearbeitet, vor vielen Bildschirmen gearbeitet, vor wenig Bildschirmen gearbeitet, und so fühlt man sich einfach wohl, weil man direkt den kompletten Überblick hat. Und zu dieser Konstellation werde ich auch nochmal ein eigenes Video machen, wo ich dir mal zeige, wie man dann das Ganze aufbaut, was das im Endeffekt kostet. Das wird auch oftmals überschätzt, und ja, das ist natürlich auch empfehlenswert für diejenigen, die schon ein bisschen weiter sind und einfach nochmal ihre Übersicht erweitern möchten und ein bisschen upgraden möchten. Ja, und das ist natürlich die Hardware. Zum Zweiten muss man natürlich gucken, wie arbeitet man mit der Software, denn viele machen einen großen Fehler und haben alles Mögliche in ihren Charts, ja, haben alle möglichen Tools, was aber eher mehr stört. Ja, die ganzen Indikatoren, die man im Endeffekt zwar drin hat, weil die schön aussehen und schön bunt laufen und ja, alles super intelligent aussieht, dabei bringt es eigentlich einem kaum was, ganz im Gegenteil, es lenkt sogar ab, es stört einfach nur. Und ich bin ein großer Freund von der Ordnung und vom Minimalismus, ich nutze wirklich nur das, was ich brauche, und dazu möchte ich jetzt einmal kommen. Ja, welche Trading-Plattform nutze ich überhaupt? Ich nutze Atas. Ich bin kein großer Freund von diesen ganzen bunten Plattformen wie Volvix zum Beispiel. Ich habe das auch mal ausprobiert, ich habe schon viele Trading-Plattformen ausprobiert und ich bin damit nicht wirklich klargekommen. Das ist natürlich aber immer Geschmackssache, ja, ich verurteile niemanden, der irgendwie mit Aserachart oder Volvix oder was ich weiß tradet, MetaTrader tradet, ist alles in Ordnung, solange man sich wohlfühlt. Und ich habe damals auch sehr aktiv mit NinjaTrader gehandelt, dann bin ich auf Atas rüber und mit Atas habe ich jetzt bis jetzt seit 3 Jahren die besten Erfahrungen gesammelt. Ja, es gibt immer ein paar Plattformprobleme, ja, die werden dann auch mit der Zeit mal gefixt, dann kommen mal wieder neue dazu, aber das gehört einfach zur Software dazu. Am Ende des Tages funktioniert es ja und am Ende des Tages verdient man ja Geld und am Ende des Tages läuft ja so, wie es im Endeffekt soll. Und jetzt möchte ich einfach mal dazu kommen, wie man ein solches Trading Workspace aufbaut. Ich habe jetzt einfach mal hier das Kontrollzentrum in Atas geöffnet, dass man so ein bisschen von Anfang an das Ganze jetzt mal aufbaut. Ich sage da ein paar Takte zu. Und am Ende des Videos werde ich auch nochmal ein Workspace, ja, zum Download zur Verfügung stellen, so wie ich das im Endeffekt habe. Nicht jetzt für 4 Bildschirme, sondern nur für 1 Bildschirm. Ich habe 4 Versionen im Endeffekt für auch die Trado Academy entwickelt, ja, für unsere Klienten, dass man einfach guckt, ja, wie viele Bildschirme habe ich, 1, 2, 3 oder 4. Und je nachdem, wie viele man hat, kann man sich sein perfektes Trading Workspace herunterladen, importieren und hat im Endeffekt das, was man braucht. Und beispielsweise, wenn man jetzt nur ein Trading Workspace hat, hat man auch in diesem ein Trading Workspace fast alle Funktionen, die man auch bei einem Trading Workspace mit 3 oder 4 Bildschirmen hat. Ja, so kompakt habe ich das gehalten, beziehungsweise ich habe das versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Und genau für 1 Bildschirm werden wir das Ganze jetzt mal aufbauen. Ich werde da ein paar Takte zu sagen. Und wir legen auch schon los mit dem wohl ja wichtigsten. Ja, das ist ein ganz normaler Chart, ein 15-Minuten-Chart. Wir öffnen einfach mal den, nehmen wir einfach mal den Nasdaq. Das ist aktuell der meistgehandelte Markt von mir. Ein M15-Chart. Und wichtig bei diesem M15-Chart ist lediglich nur ein Tool, was man braucht. Es ist das Volumenprofil, denn ich arbeite aktiv mit einem Volumenprofil, nicht mit einem Market Profile. Warum? Das werde ich auch oft gefragt, weil für mich
meiner Meinung nach das Market Profile nicht viel mit Volumen Trading zu tun hat. Ja, weil bei Market Profile schaut man sich lediglich einen Preisbereich an, wo der Markt lediglich viel Zeit verbracht hat, aber der Aufenthalt ja, an diesen Preisen des Marktes sagt ja nicht wirklich viel, nicht viel darüber aus, ob da jetzt viel Handelsinteresse war oder nicht. Das Volumen sagt, ob da viel Handelsinteresse war oder nicht. Im Volumen kann man sehen, wo große Marktteilnehmer rein oder rauskommen. Das hat man beim Market Profile nicht. Das Market Profile oder der Markt kann 3 Stunden in einem Preisbereich gehalten worden sein, beziehungsweise hat dann eine Range gehandelt. Das Market Profile hat so einen fetten Berg gebildet, im Volumen ist aber nur so wenig, weil einfach nicht viel umgesetzt wurde und einfach kein Handelsinteresse war zu dieser Zeit. Ja. Und deswegen ist mir das persönlich zu unzuverlässig. Ich bin mit meinen Marktanalysen hyper erfolgreich. Ich habe eine sehr, sehr zuverlässige Analysemethode entwickelt über die letzten Jahre und das kann euch auch jeder unserer Klienten bestätigen. Ist super banal, eine volumentechnische Marktanalyse. Und dann hat man im Endeffekt alles, was man braucht. Und was braucht man dafür? Ich habe ja bereits gesagt, ein Volumenprofil. Ich lade jetzt einfach mal nur mein Template rein, mein Volumenprofil-Template, weil ich ein Freund davon bin, alles möglichst dunkel zu halten. So, ich habe gerne einen dunklen Hintergrund. Und vor allem sehen meine Charts nicht rot und grün aus, sondern blau und grau. Warum sind die blau und grau? Es mag vielleicht dem einen oder anderen nicht auffallen, aber wenn man mit einem blauen und einem grauen, beziehungsweise wenn man mit rot und grün Farben arbeitet, handelt man sehr emotional, weil man hat sehr, sehr viel Emotionales mit diesen roten und grünen Farben verbindet. Ich versuche das möglichst rational wie möglich zu halten und das macht man, wenn man möglichst neutrale Farben nimmt und nicht so grelle Farben, ja. Wenn man so Pastellfarben nimmt, beziehungsweise etwas emotionslosere Farben, wie jetzt hier so blau und grau, ist meiner Meinung nach, ja, die Entscheidungsfindung wesentlich einfacher oder man kann den Markt relativ besser, meiner Meinung nach, begutachten, anstatt dass man jetzt in diese roten und grünen Kerzen etwas reininterpretiert, was vielleicht gar nicht da ist. Ich habe es, wie gesagt, sehr, sehr lange mit Rot und Grün gehandhabt. Mit der Zeit musste ich aber feststellen, als ich das mal umgestellt habe und mal probiert habe, hat es sogar noch besser funktioniert. Beziehungsweise für mich persönlich war die Übersicht viel, viel angenehmer. Und Nebenbeieffekt oder ein positiver Nebeneffekt ist, dass es halt sogar fast die Tragofarben sind. Und es macht relativ viel Spaß, dann in einer solchen Umgebung zu handeln. Man sieht auch schon, hier ist hier sind die Kerzen, ein normaler Kerzenchart, 15-Minuten-Chart. Wir haben das Volumenprofil. Das Volumenprofil ist wie folgt eingestellt. Man braucht hierbei das einfach nur den TPO und Profile-Indikator. Stellt das Ganze hier lediglich auf Profile. Das ist ein Daily-Profil. Wenn man eine Big Picture-Analyse macht, ja, ein bisschen in größeren Timeframes auch unterwegs ist, kann man das gerne auf Weekly stellen. Kann sich dann den Stundenchart anzeigen lassen, kann nochmal eine etwas übergeordnete Analyse machen und sieht dann hier, okay, aha, wir laufen jetzt beispielsweise hier auf so eine, beziehungsweise auf eine Volumenbergkante an das Value Area Low von letzter Woche hinzu. Und da sehen wir jetzt, okay, wir laufen den Preisbereich an. Was passiert da? Ja, halten wir gleich, wenn da gleich Volumen reinkommt, wird da vielleicht gleich absorbiert, also aktiv gehalten oder brechen wir gleich tatsächlich runter durch in das Low Volume von letzter Woche und haben hier vielleicht die 15.900 als Ziel. Also man kann sich auch durch diese Weekly Profiles und Stundencharts durchaus eine coole Orientierung schaffen. Aber jetzt für das aktive Daytrading brauchen wir erst einmal nur den M15-Chart und dann letzten Endes das Daily Profile. Und ja, wie arbeite ich mit diesem Chart? Ich mache darüber meine Marktanalysen. Ich brauche meine Locations dafür. Ich lade jetzt einfach mal die Location-Analyse rein, die ich jetzt gestern entwickelt habe. Jeden Sonntag wird eine Marktanalyse gemacht, wo man dann letzten Endes schaut, wie ist die vorherige Woche gelaufen, wo sind die wichtigsten Preismarken und auf dessen Basis kann man halt sehr, sehr zuverlässig dann diese Locations bestimmen als potenzielle Umkehrpunkte, als potenzielle Ziele, als potenzielle Locations, wo auch Setups gebildet werden können. Und wie jetzt beispielsweise auch hier, ja, das haben wir praktisch gestern gemacht. Wir haben hier diese Range gehabt, was hat er gemacht? Er hat heute in der Nacht perfekt innerhalb dieser Location abgelehnt. Ja, die hat er sogar Sammelzone gebildet, hier gab es einen schönen Breakout. Also wer hier um 13, 14 unterwegs war, hat hier perfekt alles mitgenommen, basierend auf der Location, die man hier analysiert hat, auf dem Setup, das man hier hatte.
Hat sogar hier eine versuchte Ablehnung gehabt an der nächsten Location. Hier bildet sich sogar oder hat sich das Volumen gebildet. Er hat dann hier auch wieder kurz gesammelt, ist wieder nach unten ausgebrochen. Und jetzt läuft er hier das nächste Ziel an. Und da muss man jetzt gucken, wird er hier jetzt gleich abgelehnt an der 16.130 oder eben nicht. Ja, und bricht er vielleicht sogar gleich runter. Das ist der M15-Chart, beziehungsweise wofür wir den M15-Chart brauchen, für die Marktanalyse. Man guckt halt, in welchem Spielfeld befindet sich der Markt, in welche Locations laufen wir, wie ist der aktuelle Kontext, der Intraday-Kontext, der Big-Picture-Kontext, und in diesem Spielfeld handelt man dann im Endeffekt. Ja. Der nächste oder die nächste Location, die so ähnlich, oder der nächste Chart, der so ähnlich aussieht, ist dasselbe Prinzip, einfach nur ein Volumenprofil-Chart, aber ohne Locations und auf M5-Basis, so, zack, dass man einfach neben dem M5-Footprint-Chart, zu dem wir auch gleich nochmal kommen, einen normalen Kerzen-Chart hat mit dem Volumenprofil, weil hier im M5-Chart, das macht man dann einmal so untereinander, zack, denn hier im M5-Chart hat man auch nochmal eine bessere Übersicht über die einzelnen Kanten, über die einzelnen Volumenberge. Hier beispielsweise hat er auch wieder eine Sammelzone gebildet, tolle Kanten gebildet, dann ist er hier runtergebrochen, jetzt hat praktisch eine Volumenzone und Sammelzone-Breakout vollzogen. Hier sieht man nochmal die perfekten High-Volume-Nodes, die Kanten, kleinere Cluster können über diesen M5-Chart besser erkannt werden. Und das ist halt das, worüber man dann auch nochmal ja, theoretisch Management betreiben kann. Man kann hier die Sammelzone viel, viel besser erkennen, beispielsweise hier ein tolles Setup, was sich hier gebildet hat. Hier dementsprechend die Short-Trades, die man machen konnte. Genau, das wäre nochmal ein etwas, ja, ein Chart, wo man im Endeffekt nochmal ein bisschen in die Tiefe geht von diesem etwas größeren M15-Chart. Der nächste Chart, das ist der wohl wichtigste Chart für die Trade-Ausführung und das Management, ist dann ein M5-Footprint-Chart, der auch sogenannte Order-Flow-Chart, wo man dann im Endeffekt auch auf die Level-2-Daten geht. Ich lade auch hier einfach mal das Template rein, Footprint Chart. So, ein Volumenprofil brauchen wir hierfür nicht. Das kann man dann einfach über Indikatoren, ja, hat er schon gemacht, okay, perfekt, brauchen wir nicht. Hierüber werden dann letzten Endes die Setups getradet und wenn man sich einfach mal diese Sammelzone anguckt, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dann hat man hier diese Sammelzone. Ich zeichne die mal ein, hat dann eine Location. So, bup, hat hier die Sammelzone und jetzt verrate ich eigentlich auch schon ein einfaches Setup, was man traden kann. Man hat hier den Breakout, man hat hier den Close, der Order Flow ist negativ. Wir sehen hier aktuell den Fall des Order Flows. Das ist natürlich nicht die ganzen Bestätigungen, auf die ich achte. Ich achte natürlich auch noch wesentlich andere Bestätigungen, die noch etwas fundamentaler und tiefgreifender gehen. Aber das wäre jetzt mal so ein Breakout, jetzt oberflächlich erklärt. Man hat einen Pullback gehabt, der Pullback wird abgelehnt und dann geht man hier praktisch Short rein und sieht, so, wenn man Short rein, hätte man hier am Stück mal mindestens 130 Ticks gemacht, ja. Und das ist halt das, wofür wir den Footprint Chart brauchen, um einfach die tickgenauen Einstiege zu bestimmen, ja, die perfekten Setups zu bestimmen, zu timen, das Management zu betreiben, die Ausstiege erfolgen über den Footprint Chart, das Trade Management erfolgt über den Footprint Chart, also das Trailing. Also über den M5-Footprint-Chart wird im Endeffekt gehandelt, gemanagt und alles andere ausgeführt. Ja, auch hier wieder eine Sammelzone, Breakout und jetzt wieder Short runter. Und den würde man sich dann mal hier anordnen lassen. Was man denn noch in diesem Footprint-Chart sehen kann, das ist jetzt nicht nur natürlich der Inhalt dieser Kerzen, sondern ein paar andere Tools, wie zum Beispiel die Cluster-Statistik. Hier sieht man einfach mal, wie viel wurde denn heute insgesamt gehandelt? Das ist das Sessions Volume, dass man einfach so einen Überblick hat und eine Relation, eine Verhältnismäßigkeit hat, wie viel denn in den vergangenen Tagen gehandelt wurde, was dann so ein regulärer Handel von der Volumina ist. Und wie viel handeln wir heute? Ja, sind wir unter dem Durchschnitt, über dem Durchschnitt? Wie ist da das Handelsinteresse heute? Das Volume ist im Endeffekt der aktuelle die gehandelte Anzahl an Kontrakten innerhalb dieser einen Kerze.
Und einfach mal zu gucken, wie verlagert sich das Volumen, beziehungsweise wie verhält sich das mit der Zeit? Ja, nimmt es ab, nimmt es zu. Wenn wir jetzt sehen würden, okay, wir haben hier im Durchschnitt die ganze Zeit 4.000, 3.000, 5.000, 5.000, 5.000 gehandelt und auf einmal fangen wir an, 10.000, 15.000 zu handeln aus dem Nix, dann wissen wir, okay, wir haben jetzt mehr Marktteilnehmer drin, wir haben mehr Liquidität, die gehandelt wird, wir haben ein grundsätzliches großes Handelsinteresse und dann weiß man, okay, jetzt sollte man langsam aufpassen. Und genauer aufpassen und überlegen, ob man jetzt aktiver scalpt, ja, ob man jetzt immer noch seine Daytrades sucht, ja, an welcher Location befinden wir uns etc. Also man kann durchaus dann mal überlegen oder gucken, was passiert denn jetzt am Markt, ja, warum kommt dieses große Handelsinteresse und wie verhält sich das dann im Markt. Das Delta ist im Endeffekt einfach nur die Differenz zwischen dem Bid und dem Ask, ja, also die komplette Ask-Reihe multipliziert bzw. addiert mit der kompletten Bitreihe, ja, Bit und Ask im Endeffekt voneinander abgezogen, ergibt dann das Delta und dann sieht man im Endeffekt, wie ist dann da die sogenannte, ja, die Verhältnismäßigkeit zwischen dem Bit und dem Ask. Haben wir einen aktuellen aggressiveren Handel in den Bit, haben wir einen aggressiveren Handel in den Ask. Wichtig ist, man darf über das Delta nicht immer pauschal sagen, okay, das Delta ist jetzt negativ, 340 im Minus, 148 im Minus oder hier 204 im Plus, da haben wir jetzt mehr Käufer oder mehr Verkäufer. Das ist ein Trugschluss. Das darf man nicht machen, denn im Endeffekt ist das so ein bisschen schwierig. Man hat im Bid ja sowohl aktive Verkäufer als auch passive Käufer und genauso hat man im Ask aktive Käufer als auch passive Verkäufer. Also man kann nicht immer sagen, hey, das sind jetzt nur Verkäufer oder das sind nur Käufer. Das kann man nicht über einen Kamm scheren. Im Endeffekt sieht man im Bid und im Ask sowohl Käufer als auch Verkäufer. Ja? Käufer, die über Market reinkommen, ja, die sind Käufer, die über Market reinkommen, sind im Ask zu sehen. Käufer, die über die Limits reinkommen, sind im Bid zu sehen und genauso auch andersrum. Und das ist halt so ein bisschen schwierig, aber man kann durchaus sehen, wohin ja, geht im Endeffekt oder auf welcher Seite wird dann halt, wie gesagt, die Masse gehandelt oder der Überschuss gehandelt, ja. Also praktisch, wohin geht der Trend mit dem Delta? Und dadurch kann man dann auch das kumulative Delta sich mal genau angucken. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an, wo man im Endeffekt auch nochmal so einen gewissen Trend des Order Flows erkennen kann. Dann haben wir noch zwei weitere Tools. Das sind einmal diese Balken hier. Das ist nichts anderes als das Orderbuch. Das sind die Limits. Das ist dafür da, um einfach zu gucken, wie ist aktuell die Liquidität am Markt, beziehungsweise wie viele Quotes werden zur Verfügung gestellt und was man halt super schnell erkennen kann, ist, wenn Big Orders reinkommen. Also wenn jetzt beispielsweise mal so ein Balken hier so ausschert, dann weiß man, okay, hier sitzen 110, 120 Kontrakte. Also wir haben eine Menge Liquidität auf den Preis liegen. Oder wenn jetzt beispielsweise hier so also auf zwei Preisen die ganze Zeit im Ask und im Bid große Limits sitzen, dann spielen im Endeffekt Market Maker mit ihren Quotes hin und her. Und das ist auch im Endeffekt interessant einfach zu sehen. Auf die Schnelle natürlich grafisch. Im Orderbuch sieht man da nicht irgendwelche Balken. In dieser horizontalen Darstellung sieht man halt sofort, wie viele Limits liegen auf welchen Preisen, ja, wie ist aktuell die Liquidität und wie ist auch aktuell der Spread, also praktisch die Differenz zwischen Bid und dem Ask. Wie dicht ist aktuell der Markt? Ja? Haben wir eine hohe Dichte oder zieht sich gerade die Liquidität zurück? Das kann man darüber auch sehr, sehr gut erkennen und vor allem auch, wie schnell werden denn die Limits hier die ganze Zeit nachgelegt? Also wenn der Markt hier die ganze Zeit hoch und runter springt, wie schnell werden hier die ganze Zeit die Limits hinterhergelegt? Das ist auch nochmal spannend. Und diese kleinen Kreise, das sind im Endeffekt die Market Orders. Ja? Also das, was Market reinkommt, der Order Flow im Endeffekt, die werden dann hier angezeigt. Also wenn ich jetzt mit 51 Kontrakten Market kaufen würde, dann würde ich jetzt hier so eine 51 im Kreis angezeigt bekommen. Das sind lediglich die Market Orders. Ja, und das war es auch schon zum Footprint Chart. Ist ein Imbalance Chart. Wir haben jetzt hier nochmal die Markierungen. Die roten sind die roten Imbalances. Die blauen sind die positiven Imbalances. Und das ist im Endeffekt, ja, wenn wir halt die Differenz zwischen dem Ask und dem Bid eine gewisse Verhältnismäßigkeit übersteigt. Also ich habe, glaube ich, eine Rate von 350. Also wenn 350% im Ask mehr zu sehen ist als im Bid, dann wird das hier hervorgehoben, einfach zu sehen, okay, da wird Market meistens viel reingepusht. So wie jetzt zum Beispiel hier sieht man, dass auf der Bid-Seite sehr, sehr viel Market reingeschortet wurde. Und auf der Gegenseite halt noch relativ wenig gekauft wurde. Und dadurch, dass die Verhältnismäßigkeit hier eine hohe Differenz aufweist, wird das hier rot markiert.
bzw. hervorgehoben. Das zum Footprint Chart. Der nächste Chart ist ein 1-Minuten-Chart. Den nutzt man sehr gerne für die Bestätigungen. Auch hier ein ganz normaler Kerzenchart. Ich lade auch hier mal das Template rein, damit ich nicht alles neu machen muss. Also ein ganz normaler 1-Minuten-Chart mit ein paar Tools. Es gibt nicht viele Indikatoren, die sinnvoll sind, meiner Meinung nach. Aber ein paar sinnvolle Indikatoren gibt es sehr wohl. Und das ist jetzt hier der der kumulative Delta-Chart, wo man im Endeffekt auch nochmal sehen kann, das kumulative Delta ist ganz, ganz unten. Es ist im Endeffekt das Delta hier nur nochmal in Kerzenchart zu sehen. Und was man halt gut sehen kann, hier beispielsweise sind auch sogenannte Divergenzen. Divergenzen bedeutet, wenn der Markt beispielsweise jetzt hier stark nach oben gehen würde, das Delta aber fällt, dass hier primär stärker in den Order Flow, in den Bid gehandelt wird, der Markt aber jetzt steigt. Und solche Divergenzen, die kann man durchaus auch als Bestätigungen nehmen, weil der Markt dann oftmals gerne dazu tendiert, nicht immer, es gibt Ausnahmen wie im Gold beispielsweise oder im Kupfer, wo die Divergenz den ganzen Tag zu sehen ist. Auf die Gründe kommen wir auch mal in einem anderen Video zu sprechen. Aber in einem regulären Markt, wie jetzt hier zum Beispiel im Nasdaq oder dem S&P, im CL, kann man sehr, sehr gut mit diesen Divergenzen arbeiten, weil wenn der Markt ein neues Hoch macht und dann kurz korrigiert, ja, und das Delta hier, der Kerzenchart im kumulativen Delta auch nach oben ist, korrigiert, der Marktpreis wieder nach oben geht zum Hoch, das Delta hingegen aber weiter fällt, dann hat man eine Divergenz, weil im Endeffekt das kumulative Delta fällt, der Marktpreis steigt aber. Und was oftmals folgt an interessanten Umkehrpunkten oder Locations, wo der Markt dann ablehnt, ist, dass er dann kurze Zeit später tatsächlich auch wieder dem Delta hinterherläuft. Und das kann man sich dann als Bestätigung rausnehmen, dass man dann letztendlich diesem Orderflow, ja, dem aggressiveren Handel in den Bid folgt und dann sich dann letztendlich die Short Trades sucht. Ja, das kann man halt über diesen Indikator machen, ist dann auch wieder Level 2 datenbasierend. Ja. Also jetzt keine RSIs oder Stochastiken, die im Endeffekt ja, filterbasiert irgendwas machen. Auf Basis der vergangenen Kerzen, wir haben noch hier einen Volumenindikator, um einfach zu gucken, wie viel Volumen wird hier gehandelt. Und wenn wir sehen, okay, da war jetzt das Cash Open, wird sehr, sehr viel Volumen gehandelt. Wie verhält sich das? Wenn wir sehen, das Volumen nimmt stetig ab, dann sehen wir, das Handelsinteresse baut ab. Wenn wir auf einmal wieder Ausbrüche sehen, ja, dann sehen wir, okay, Volumen nimmt wieder zu. Und das ist so ein bisschen wie hier das Orderbuch, was hier horizontal angezeigt wird, haben wir jetzt nochmal die Volumen in Form von Balken, um einfach nochmal zu sehen, in welcher Minute haben wir wie viel Volumen gehandelt. Und wir sehen, da haben wir einen Zuwachs von Volumen, dann wird der Handel auch wieder interessanter. Das darüber ist nochmal das Delta. Das Delta, der Ask und der Bid, wo man dann im Endeffekt nochmal sehen kann, wie viele Kontrakte gab es hier dann im Ask, wie viele im Bid. Und dann wird hier im Endeffekt gezeigt, welche Partei war im Endeffekt stärker, beziehungsweise wo gab es dann das Positive, das ist jetzt ein Histogramm, was da drüber anzeigt, oder die blauen Balken zeigen im Endeffekt, wir haben mehr in den Ask gehandelt und diese grauen Balken sind im Endeffekt, wir haben mehr in den Bid gehandelt. Da sieht man nochmal diese Verhältnisse, wenn man dann sieht, okay, hier beispielsweise wird ganz, ganz stark in den Ask gehandelt, dort kam viel Volumen rein in den Ask, kann man sich auch mal angucken, was dort passiert ist. Hier das kumulative Delta ist dann auch nach oben geschossen, ist auch wieder ein Volumen bzw. Level 2 Indikator. Und der letzte Indikator, der hier zu sehen ist, ist der sogenannte Supertrend. Es gibt nicht viele Indikatoren, die wirklich sinnvoll sind. Das ist auch kein Indikator, der auf Volumen oder Level 2 Daten basiert. Es ist ein ebenfalls theoretisch normal filterbasierter Indikator, aber der ist hyper sinnvoll im Bereich des Scalpings, weil er den kurzfristigen Trend anzeigt. Und den kann man wirklich sehr, sehr erfolgreich traden, wenn man auch super Setups hat. Ich nutze es, wie gesagt, primär, oder wir nutzen es primär im Scalping und das funktioniert super. Was ist der Supertrend-Indikator? Er nimmt im Endeffekt auch wieder eine gewisse Anzahl an Kerzen, nimmt ein gewisses Ratio. Ich glaube, ich habe hier aktuell, das ist der Supertrend hier. Der Multiplier ist 3,7, das kann man im Endeffekt hier auch justieren. Desto kleiner der Wert, desto konzentrierter ist das Ganze hier, desto breiter der Wert, desto
desto weiter geht es weg, beziehungsweise desto unzuverlässiger wird es. Und 3,7 ist zu meiner Meinung nach der beste Wert. Und die Periode sind 14 Kerzen. Und der zeigt im Endeffekt einem den kurzfristigen Trend an. Und was man halt wirklich sehr, sehr gut beobachten kann, ist, wenn man diesen kleinen Zeitperioden tradet, dass er tatsächlich oftmals diesem Trend folgt. Und nach einem Price-Action oder nach einem Price-Action-Setup und dann nach Price-Action-Vorgehensweise kann man sehr, sehr erfolgreich diese Trends handeln. Also wenn man beispielsweise hier, der Trend ist aktuell Short, dann schaut man, okay, ich suche jetzt die Short Trades, wo suche ich die Short Trades? Hier haben wir beispielsweise so eine etwas größere Sammelphase gehabt. Was macht der Markt? Er bricht aus in Short-Richtung, also suche ich da unten die Short Trades. Okay, dann macht er was. Wir haben jetzt hier ein neues Tief und dann Lower Low, bildet ein Lower High, hat hier jetzt wieder ein neues Tief gehabt. Ja? Das Tief wird hier durchbrochen und dann sucht man wieder in diese Trendrichtung die Short Trades. Jetzt hat man hier wieder die Korrektur, man hat hier sein Tief, ja, Trend ist immer noch Short, also sucht man jetzt wieder an den Tiefs die Short Trades. Und so kann man im Endeffekt nach diesem Price Action Stück für Stück die Tiefs brechen, beziehungsweise die Breakouts an den Tagestiefs, an diesen Tiefs hier, das sind sogar die Tagestiefs, holen. Oder wenn dann der Trendumbruch kommt, wenn er gleich nach oben ausbricht, würde man dann im Endeffekt, wenn der Trend nach oben geht, immer wieder bei den Highs auf die Korrektur warten. Ja, wenn er dann wieder umkehrt, nach oben zieht, würde man an dem High wieder die Longs traden. Das ist natürlich in Verbindung wieder mit dem Footprint-Chart bestmöglichst, mit dem kumulativen Delta im Optimalfall, mit optimalen Locations, die man sich analysiert hat, anderweitigen Setups. Und sehr wahrscheinlich wird er hier gleich tatsächlich umdrehen, weil wir sind hier an unserer Location. Wir sehen hier eine tickgenaue Ablehnung. Wie gesagt, das ist alles bereits gestern erstellt worden, diese Analyse hier. Und wenn er jetzt gleich den Trendumbruch macht, dann würde man primär dann hier drüber die Long Trades suchen. Und das wird er gleich sehr wahrscheinlich auch machen. Ja, das letzte Tool, was jetzt noch fehlt, ist das Orderbuch. Das Orderbuch wird von vielen zwar beobachtet, aber nicht aktiv genutzt, weil man meistens nicht weiß, wie. Und auch hier ist wichtig, was lässt man sich im Orderbuch anzeigen. Hier habe ich auch nicht wirklich viele Tools. Ich konzentriere mich auch nur auf das Wesentliche. So ist es aktuell noch ziemlich unübersichtlich. Deswegen gibt es auch hier eine Vorlage, die hat sogar ATAS. Das ist hier Dark 4, das ATAS hat. Ich habe das nochmal ein bisschen modifiziert auf meine Tools, die ich tatsächlich brauche. Das findet ihr dann auch, wie gesagt, alles unten in der Beschreibung des Videos zum Download. Und was man hier in diesem Orderbuch erkennt, ich werde auch das mal ganz kurz hier reinmachen, denn das ist immer bei mir in der Mitte des Fensters, des Hauptfensters, des Fensters, welches direkt vor mir ist. Also, die ordnen wir einfach mal nochmal untereinander, damit wir das Orderbuch in voller Länge haben. Okay, aber definitiv nicht in der Breite, das kann man ein bisschen kleiner machen. So. Und jetzt sieht man auch schon hier perfekt das Orderbuch. Und was sehen wir hier im Orderbuch? Zum einen sehen wir natürlich die Buy-Limits. Wir sehen die Sell-Limits. Hier in der Mitte sehen wir die Last Traded Quantity. Also das ist so ein Ticker, der hin und her springt auf Basis dessen, was zuletzt gehandelt wurde. Ja, die letzte Kontraktanzahl, die gehandelt wurde. Würde man jetzt 4 Kontrakte kaufen, würde ich hier mit 4 hochticken. Und das ist halt immer nur ein Preis. Also er tickt wirklich nur die ganze Zeit mit einem solchen Feld hin und her, während wir hier rechts daneben so die letzten gehandelten Kontrakte temporär angezeigt bekommen. Die verschwinden dann auch mit der Zeit, wo man im Endeffekt nochmal kurzfristig sehen kann, okay, in den letzten paar Sekunden haben wir auf diesen Preisen so und so viele Kontrakte gehandelt. Das ist jetzt natürlich das, was gekauft wurde. Hier haben wir das, was verkauft wurde. Market. Das sind hier die Market Orders im Endeffekt. Wir haben den aktuellen Marktpreis. Wir haben rechts, ganz rechts, dieses Feld, was hier dunkel ist. Da sind die Orders zu sehen. Also wenn ich jetzt hier irgendwie eine Limit Order platzieren würde, hier so eine Short Limit Order, dann würde hier im Endeffekt angezeigt werden, wie viele Kontrakte ich dort Short drin habe. Dann haben wir zwei Profile. Das eine ist das Daily Volumen Profil und wir haben nochmal das Weekly Volumen Profil, um einfach zu gucken, wo bewegen wir uns dann innerhalb der Woche? Ja, wenn wir jetzt aktuell sehen, wir haben der Wochenpock ist hier und der heutige Pock ist hier, dann sehen wir, okay, wir handeln jetzt die ganze Zeit so um diesen Dreh- und Wendepunkt der Woche herum.
und sind in so einer Range im Endeffekt. Jetzt haben wir natürlich ein komplett identisches Profil. Warum? Weil heute Montag ist, sprich die Woche hat neu angefangen, deswegen ist das Profil 1 zu 1 das gleiche wie das hier. Aber wenn das dann wenn es jetzt Mittwoch oder Donnerstag wäre, dann kann man wunderbar auch erkennen, wo sind so kleinere Cluster, die sich gebildet haben, wo gibt es High-Volume-Nodes, die sich gebildet haben. Beispielsweise hier so eine High-Volume-Node. Und an diesen High-Volume-Nodes wird natürlich auch wieder gerne reagiert. Und das kann man sehr, sehr gut sehen. Vor allem, wenn man hier mal ein bisschen runter geht, dann sieht man hier das Low-Volume, wie das denn hier anfängt, dass da einfach gar nichts mehr gehandelt wurde. Drüber sieht man, wie gesagt, High-Volume-Nodes, man sieht kleinere Cluster, die sich dann bilden. Und man hat einfach auf den Tick genau dann diesen Volumenbalken, den man einfach im Volumenprofil nicht wirklich übersichtlich sehen kann. Und hat halt, wie gesagt, auch die Steps. Und dann kann man auch von einem Cluster zum anderen Cluster, wenn dazwischen Low Volume ist, hin und her scalpen. Auch da gibt es viele Strategien. Und das ist im Endeffekt das Volumenprofil, was man hier hat. Ja, also relativ übersichtlich, nichts, was man nicht unbedingt braucht. Fokus wirklich auf das Wesentliche. Und damit das Ganze hier auch möglichst immer schnell hin und her läuft oder mitläuft, sollte man nochmal das Ganze auf 1 und 30 stellen. Und dann sieht man, wie er jetzt die ganze Zeit aktiv hin und her läuft. Ja, das sind meiner Meinung nach die wichtigsten Tools, die man so fürs Daytrading braucht. Also kein großartiges Schnickschnack. Ich habe natürlich in den anderen vier Bildschirmen weitere Tools. Wenn man da nochmal etwas tiefer in die Volumenanalyse geht oder in die Orderflow-Analyse, hat man im 30 Cluster-Charts, man hat Trade-Filter-Charts, man hat nochmal Übersicht der anderen Märkte, man hat nochmal Scalping-Tools, wo man sich vielleicht Rankos anzeigen lässt, beziehungsweise Tick-Charts, wo man halt nochmal ein bisschen tiefer in das Order-Flow reingeht. Aber so hat man jetzt im Endeffekt das Wichtigste, was man fürs Daytrading braucht. Und die Version, die ich jetzt zum Download euch nochmal zur Verfügung stelle, sieht dann so aus. Ja, das ist nochmal ja, so ähnlich im Endeffekt, bloß hier haben wir nochmal ein paar andere Tools, wie ein Cluster-Chart für die Order-Flow-Analyse. Man hat auch hier nochmal den Trades-Filter-Chart, um nochmal High-Volume-Nodes und Cluster hervorzuheben. Was haben wir hier noch? Wir haben ganz links nochmal die Marktanalyse zu den anderen Märkten, beziehungsweise wenn man sich die anderen Märkte nochmal angucken möchte auf die Schnelle, dann kann man hier hin und her springen. Wo stehen die denn aktuell, ohne irgendwie andere Layouts laden zu müssen? Ja, ich kann ja auch mal die CL-Analyse von gestern reinladen. Gucken wir mal ganz kurz, wie das dort aussieht. So, und auch hier sehen wir anhand der Marktanalyse, die wir gestern erstellt haben, perfekt, wie wir hier super erstmal drin gesammelt haben. Drüber kein Handelsinteresse, wurde abgelehnt. Hier sucht man die Short Trades. In unserer Location hat er hier perfekt tickgenau gesammelt. Gab es auch hier wieder einen Short Breakout. Dann haben wir eine tickgenaue Ablehnung an der unteren Location. Hier sehen wir tickgenaue Ablehnung an der Mitte der Range. Also auch hier super zuverlässig die Marktanalyse heute. Und das ist halt, wie gesagt, um einfach mal hin und her zu springen, um zu gucken, ja, wo gibt es denn hier aktuell Möglichkeiten. Ja, und oben links sieht man nochmal Kerzen, beziehungsweise Kerzen sage ich schon, Kerzen-Closes-Timer, wo man einfach sehen kann, wie spät haben wir es jetzt gerade. Wir haben jetzt hier gerade 18.15 Uhr. Wie lange brauchen noch die 15 Kerzen zum Auslauf? Wie lange laufen noch die 5-Minuten-Kerzen und die 1-Minuten-Kerzen? Auch nochmal ein cooles Tool, weil ich sehr, sehr viel bei meinen Setups im Intraday-Bereich mit Kerzen-Closes arbeite. Und da hat man oben einfach nochmal die Übersicht, wie lange laufen noch diese Kerzen. Und da oben hat man nochmal eine Übersicht über die Accounts, ja, wo der aktuelle Stand steht, um mal zu wissen, wie viel Profit hat man denn gemacht. Das wäre es auch schon zu dem Workspace. Falls du Fragen dazu hast, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Lad dir gerne das Template runter. Falls du gerne auch die Templates für 3-4 Monitore möchtest, dann lass es mich gerne wissen. Und ansonsten, falls du Fragen dazu hast, in die Kommentare. Gib mir einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Und wir sehen uns dann auch schon direkt zur nächsten Episode. Macht's gut und viel Erfolg. Ciao, ciao.